Ein wunderschönes Hallo in die Runde. Ich bin der Trainleader und herzlich willkommen zu dem Vorstellungsvideo der Giuseppe Verdi. Sie ist das neue Feldzugschiff und damit umso wichtiger, da sie ja am Ende des Updates die meisten Spieler im Hafen haben werden. Deswegen wollen wir jetzt zusammen mal schauen, ob sie dem gerecht werden kann. Für diejenigen, die es nicht wissen, Adler ist im Urlaub, deswegen übernehme ich jetzt mal seinen Job und produziere Videos zu den neuen Schiffen, stelle den neuen Content vor und wir werden definitiv auch das eine oder andere Mal noch streamen. Ja, zu Giuseppe Verdi. Es ist natürlich etwas ärgerlich für manche, denn vor einiger Zeit gab es schon die Marco Polo und ich muss sagen, nachdem ich sie ja schon einige Runden gefahren bin, sie sieht der Marco Polo nicht nur ähnlich aus, sie spielt sich auch noch so. Ja, sie hat ein paar andere Eigenschaften, natürlich, definitiv, gerade so etwas wie das Radar. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich, kann man schon sagen, eine Marco Polo. Ja, also ich habe mich damals zum Beispiel für die Marlboro entschieden. Für mich ist es nicht ganz so schlimm, aber es gibt bestimmt den oder die eine oder andere, die sich darüber ärgert. Dann wollen wir auch schon nicht lange rumfackeln und direkt mal mit der Ausrüstung anfangen. Wir haben hier HE und AP, also auch keine SAP. Da hat man auf jeden Fall schon mal ein bisschen was anderes zur Marco Polo. Und dann kommen wir auch schon weiter zu den Verbrauchsmaterialien. Hier haben wir als erstes dreimal Reparaturmannschaft und wie ihr seht auch eine ziemlich geile. Denn sie heilt 1137 HP die Sekunde und das für 14 Sekunden lang. Also man kommt circa am Ende auf 15.000 HP pro Reparaturmannschaft, was echt schon ziemlich geil ist. Also man kann, wenn man unter starkem Feuer steht, definitiv dem mit dieser Reparaturmannschaft standhalten. Das ist schon ziemlich geil. Als nächstes kommen wir schon zu ihrer großen Besonderheit, wie ihr seht, nämlich man kann auswählen, ob man Sonar oder Radar mitnehmen möchte. Ich persönlich bevorzuge hier natürlich das Radar, gerade weil es auch noch ein schönes amerikanisches ist mit 9,5 Kilometer Reichweite und 35 Sekunden Wirkungsdauer. Ja, und wir haben ja jetzt allgemein noch nicht viele Schlachtschiffe, die ein Radar besitzen. Da gibt es ja nur die Missouri oder die Constellation, von daher definitiv schon ein sehr besonderes Schiff mit einem sehr, sehr coolen Radar. Ansonsten für die, die möchten, die vielleicht mehr in den Nahkampf gehen, ist das Sonar noch interessant. Es hat 3,3 Kilometer Reichweite auf Ortung von Torpedos und 4,7 Kilometer Reichweite auf Ortung von Schiffen. Das Ganze geht dann 98 Sekunden lang. Also ja, das Sonar, es ist ganz nett, es ist halt so ein typisch standardmäßiges, also hier nichts Besonderes. Da würde ich definitiv schon zum Radar raten und auch tendieren. Im vierten Slot können wir dann mitnehmen den Katapultjäger, den Aufklärer oder die verbesserte Sekundärgenauigkeit. Was auf jeden Fall ganz geil ist, weil für diejenigen, die gerne auf die Sekundär gehen, ist die verbesserte Sekundärgenauigkeit natürlich unabdingbar. Und man kann sie hier auswählen, ohne auf das Radar verzichten zu müssen. Also das ist auf jeden Fall schon ganz cool. Ich persönlich habe jetzt hier den Aufklärer mitgenommen, weil ich einen eher hauptbatteriefokussierten Bild gebaut habe. Ich habe sie im Stream auch schon auf Sekundär probiert. Ja, es ist ganz nett, definitiv, aber ich bin nicht so der Spieler, der da gerne so ranfährt, gerade weil wir hier auch keinen Rauch haben, wie ihr sie gesehen habt. Also man kann sich da mal nicht schnell einnebeln und wieder wegfahren oder halt den Schaden dadurch reduzieren. Das ist hier nicht. Deswegen fahre ich da lieber auf Reichweite, gerade wenn es so Schiffe wie die Musashi gibt. Und gerade dann auf Reichweite kann man mehr Granatengruppierungen immer gebrauchen. Der Katapultjäger ist natürlich auch immer eine gute Option. Gerade wenn man noch ein bisschen Power gegen die CVs haben möchte oder eher solo unterwegs ist und dann halt hier die 1 Minute 30 Spotting haben möchte. Gut, dann war es das auch schon mit den Verbrauchsmaterialien. Dann kommen wir auch schon zu den Spezifikationen. Also wir haben 69.100 Trefferpunkte und eine Torpedoschadensverringerung von 27%. Ja, bei der Hauptbatterie haben wir 3x3 406 mm Kanonen mit einer Reichweite von 18,3 km und einer Ladezeit von 27,9 Sekunden. Dazu kommt noch die Dauer für 180 Grad Drehung von 31,3 Sekunden. Das ist definitiv ganz nett. Dazu haben wir dann einen Sprenggranatenhöchstschaden von 5700 und einer Brandwahrscheinlichkeit von 36%. Die AP hat einen Höchstschaden von 13.860. Da kommen wir auch schon zur Sekundärbewaffnung und wie ihr seht, ist das eine ziemlich geile, denn sie ist SAP. Also wenn man hier in den Nahkampf mitkommt, dann werden die Schiffe, die da in die Reichweite fahren, definitiv schon gut weggeschreddert. Wir haben hier 12x92 mm Kanonen mit einer Reichweite von 6,3 Kilometern und einer Ladezeit von 5 Sekunden sowie einen Höchstschaden von 2000.
Dazu haben wir noch etwas dickere Kanonen, 4x3 152mm Geschütze, die eine Reichweite von 6,3 km haben und eine Ladezeit von 8 Sekunden. Die haben dann auch sogar einen knackigen Höchstschaden von 3850. Also das kann definitiv schon wehtun. Wie gesagt, im Stream habe ich sie schon damit gefahren und das tut auch weh. Das ließ sich nicht nur wehtun, das tut auch weh, wer da in Reichweite kommt. Aber wie gesagt, ich fahre da lieber auf Reichweite, gerade gegen so Schiffe wie Musashi, und weil wir keinen Nebel haben, bin ich da lieber auf die Hauptbatterie gegangen. Aber wer das gerne tun möchte, man kann sie super ausbauen, man kommt so circa auf 10 Kilometer Reichweite und die Ladezeit kriegt man auch nochmal halbiert. Das insgesamt auch etwas sehr Interessantes, denn die Lepanto wurde ja dieses Update genervt, und zwar eigentlich hauptsächlich ihre Sekundärbewaffnung. Und man muss sagen, wenn man die Giuseppe Verdi auf Sekundär komplett bauen tut, mit allem drum und dran, was es da so gibt, dann kommt man so circa auf eine Lepanto vor diesem Update. Also nicht ganz, so ein bisschen was fehlt noch, so 10-20%, aber man kommt ungefähr drauf. Das ist auf jeden Fall schon sehr interessant. Gerade weil die Lepanto ja genervt wurde, wo man sich dann wieder denkt, warum bringt man jetzt ein Schiff raus, was wieder ungefähr dieselbe Performance auf der Sekundärbewaffnung hat wie die Lepanto. Aber naja, gut, sei es drum. Ja, bei der Flugabwehr, ja, wir haben jetzt hier nicht unbedingt eine besondere Flugabwehr. Wir haben hier auf den kurzen 99 Schaden und 2 Kilometer Reichweite, auf den mittleren 116 Schaden und 3,5 Kilometer Reichweite, sowie auf den langen 162 Schaden und 4 Kilometer Reichweite. Das ist jetzt nichts Besonderes. Klar, man kann die ein oder anderen Flugzeuge runterschießen, das wird definitiv passieren, aber man wird kein Ärgernis zu dem CV. Also der CV, der bekommt da immer noch seine 2 bis 3 Anflüge durch. Da braucht man sich definitiv keine Hoffnung von der Flugabwehr machen. Dann kommen wir auch schon zur Manövrierbarkeit. Sie hat eine Höchstgeschwindigkeit von 29,7 Knoten, was echt geil ist, trotz dass ich ja rotierender Bohrer mit habe. Das ist schon wirklich, wirklich geil. Man kommt gut über die Map. Einen Wenderadius von 860 Meter und einer Ruderstellzeit von 16 Sekunden. Also bis auf die Höchstgeschwindigkeit ist das jetzt mehr also Standard-Schlachtschiff-mäßig, aber die Höchstgeschwindigkeit, die ist schon echt, echt geil. Was aber auch so ein typisches italienisches Ding ist. Ja, bei der Erkennbarkeit haben wir eine Erkennbarkeit zu Wasser von 13,2 Kilometer. Eine Erkennbarkeit zu Luft von 11,1 Kilometer und eine Erkennbarkeit im Nebel von 14,8 Kilometer. Gut, das mit dem Nebel ist vielleicht etwas irrelevant, weil wir sowieso keinen Nebel selbst mitnehmen können. Aber ansonsten ist sie natürlich auch sehr einfach zu spotten. Also sie hat so eine typisch schlachtschiffmäßige Erkennbarkeit. Sie ist auf jeden Fall direkt mit als erstes offen. Da braucht man sich keine Hoffnung machen, dass man da lange zu bleibt. Da kommen wir auch schon zur Panzerung. Da wollen wir erstmal hier von draußen anfangen, genau. Also ja, typisch schlachtschiffmäßig 32 mm Bug und Heck und eine schöne, saftige 60 mm Seitenpanzerung. Das ist schon ganz nett. Also so Schiffe wie Musashi und Yamato kann man mit der Seite definitiv noch abprallen lassen. Aber man sollte da trotzdem aufpassen. Weshalb kommen wir auch gleich zu, denn wir haben hier nämlich eine schöne große Zitadelle. Sie ist auf jeden Fall sehr interessant, sie ragt nur leicht über dem Wasser und ist etwas gewinkelt. Aber wie ihr seht, es ist grüner Bereich, also 25 mm Panzerung nur von diesem gewinkelten Bereich. Da braucht man sich definitiv keine Hoffnung machen, dass das irgendwas abwehren tut. Gerade Schlachtschiffkaliber, das schießt da einfach durch, direkt rein. Das ist auf jeden Fall nichts Besonderes. Gegen Kleinkalibriges könnte ich es mir noch vorstellen, also gerade so bis 203 mm, wie wenn da jetzt zum Beispiel ja, eine Baltimore oder so rankommt, dann kann das vielleicht noch was bringen, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt nichts unbedingt Besonderes. Da braucht man auch sich keine Hoffnung machen, dass irgendwelche Zitadelltreffer abwehrt. Ja, dann kommen wir auch noch zum letzten Punkt, die Übersicht. Wir haben sekundäre Reichweite, überdurchschnittliche Reichweite der Sekundärbatterie, das stimmt auf jeden Fall. Wir haben die bessere Heilung, schwerere Schäden können repariert werden. Und sie ist schnell, also wir haben eine überdurchschnittliche Geschwindigkeit. Das passt auf jeden Fall ganz gut. Es gibt ja einige Schiffe, da ist das so ein bisschen, wo man denkt so, gerade hier damals die Graf Zeppelin und Präzisionsbomben fällt mir da so ein, wo man denkt so, die Präzisionsbomben sind jetzt genau wo? Aber naja, hier passt das auf jeden Fall sehr gut. Sie haben es ja auch mal überarbeitet. Die Giuseppe Verdi. Diese Variante eines Schlachtschiffs wurde Mitte der 1930er Jahre in Italien entworfen. Das Schiff ist eine Weiterentwicklung der Schiffe der Vittorio Veneto-Klasse, die mit 406 mm Hauptbatteriegeschützen ausgestattet wurde. Jahr des Entwurfs 1942. Also ja, dieses Schiff hat nie existiert. Es ist wieder ein reines Entwurfsschiff. Ja, es ist halt so, in letzter Zeit kommen natürlich immer recht viele Entwurfsschiffe, obwohl es noch so viele wirklich gebaute und in Dienst gestellte Schiffe gibt. Aber ich sag mal so, wenn sie sich abwechslungsreich spielen zu den vorhandenen Schiffen, dann ist das noch ganz gut. Hier bei der Giuseppe ist das halt so, aber sie ist definitiv kein schlechtes Schiff.
Dann wollen wir uns mal noch die Verbesserungen anschauen. Also im ersten Slot habe ich hier den Zielsystem Mod 1 mitgenommen, einfach um nochmal ein bisschen die Streuung zu verbessern. Wer auf Sekundär geht, nimmt natürlich hier den Sekundärbatterie Mod 2 mit. Im zweiten Slot nehme ich eigentlich wie bei jedem Schlachtschiff den Antriebsmod 2 mit. Ja, das ist immer noch ganz gut, um vielleicht mal Torpedos auszuweichen, wenn man mal still steht. Auf jeden Fall mal ganz schnell wieder vom Fleck muss. Da braucht man auf jeden Fall den Antriebsmod 2. Im dritten Slot habe ich Tarnsystem Mod 1 mitgenommen. Da habe ich ja so ein bisschen geliebäugelt. Aber dadurch, dass wir ja keinen Nebel haben, wollte ich dann doch lieber ein bisschen die Erkennbarkeitsreichweite drosseln, um halt dann doch mal auf Reichweite noch zugehen zu können. Ansonsten, wer gerne in den Nahkampf fährt, der kann natürlich auch Zielerfassungsmod 1 mitnehmen. Gerade um dann noch die 3 Kilometer Sichtweite auf DDs im Nebel zu haben oder halt auch die Torpedo-Erkennbarkeitsreichweite von 20%. So, im vierten Slot habe ich den Hauptbatterie-Mod 3 mitgenommen, um einfach die Ladezeit der Hauptbatterie noch etwas senken zu können. Wer hier auf Sekundär geht, der nimmt natürlich die Sekundärbatterie-Mod 3 mit. So, da kommen wir schon zur Skillung. Ja, wie ihr seht, Standard-Sniper-Bild. Ich habe hier die Littorio mitgenommen. Iachino finde ich meiner Meinung nach noch etwas sinnvoller. Der hat immer noch den besseren Skillbaum. Aber da Littorio zuerst da war und damals auch die einzige Sniper-Bild-Kapitänin war, habe ich sie natürlich gelevelt und wollte jetzt nicht unbedingt Iachino nochmal extra hochhauen. Das sehe ich in meinen Augen als verschwendete Kapitänsressourcen an. Ja, aber an sich habe ich natürlich hier flambierten Kanonier mit, rotierender Bohrer, Treffsicherheit, Streckenrekord in XXL und Wille zum Wiederaufbau. Ja, ich bin immer noch so ein Freund von Wille. Gerade in Division ist das immer noch stark, meiner Meinung nach. Auch nach dem Nerf kann man damit noch einiges reißen bzw. länger überleben. Als Inspiration habe ich Cunningham mit und Scharnhorst. Wie ihr seht, also wirklich komplett auf maximale Präzision. Denn dieses Schiff, trotz dieser Skillung und der Verbesserung, streut immer noch meiner Meinung nach wirklich extremst. Das ist immer noch nicht gerade wirklich geil, wie die Granaten sich verhalten, aber das werdet ihr gleich in der Runde auch noch sehen können. Ja, dann gibt es an sich auch nichts mehr weiter zu diesem Schiff zu sagen und ich würde dann einfach mal die Runde zeigen, mit der ich dieses Schiff gefahren bin. So, da sind wir auch schon im Gefecht. Ja, wir sind hier gelandet auf der Map Zuflucht im Modus Basis erobern. Ja, von daher definitiv mal wieder eine schöne Karte. Ja, sehr offen, da kann man gut agieren. So, ich habe es hier ein bisschen vergeigt am Anfang, die Liste noch länger zu zeigen. Von daher will ich euch trotzdem hier nochmal vorlesen, was wir im Gegnerteam hatten. Wir hatten eine Gearing, eine Tulsa, eine Napoli, eine Booster, eine Musashi, eine Yamato, eine Schlieffen, eine Conqueror und noch eine Conqueror. Ja, von daher hier definitiv im Legi unterwegs mit der Giuseppe. Man muss auch sagen, dass es so ein bisschen die eigene Schuld war, weil ich sie auch einfach mal gegen Legi ausprobieren wollte. Deswegen haben wir hier Fail-Division gemacht. Ja, also definitiv nicht wundern, aber sie kann sich auch behaupten, muss man sagen. Von daher wollen wir mal uns das anschauen. Ja, die Booster geht hier direkt am Anfang schon auf. Ich bin noch am Überlegen, ob ich schießen möchte. Ich tue es aber nicht. Ich will hier erstmal zubleiben, weil ich zeige ja dann da doch viel Breitseite. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt aufgeben, aber ja gut, ich bin jetzt trotzdem noch aufgegangen. Entweder weil da der Zerstörer langfährt oder weil die Booster doch noch in die Reichweite gekommen ist. Ja, wir fahren hier auf jeden Fall an der rechten Seite lang. Da muss man ja sagen, konzentriert sich das auf der Map auch meistens. Also wirklich die eigenen Teammates und die Gegner, die treffen sich immer da rechts an dieser Insel. Von daher definitiv hin richtig schlau, die Kampfkraft auch zu bündeln, weil wenn diese Seite natürlich hier fällt, ja, dann hat das Team natürlich dann auch gewonnen. Ja, wir schauen da erstmal, da ist auf jeden Fall schon mal die Musashi gerade aufgegangen. Die fährt noch Richtung Kartenrand. Die Yamato, die hält da eigentlich noch recht breit zu. Will da aber scheinbar der Musashi auch hinterher. Dreht also auch links raus. Da weiß ich jetzt nicht so ganz. Die Salve. Ah, Gruppierung ist nicht so da. Aber doch, wir treffen sie noch. Ja, 3 Pens. 12.800 Schaden. Das ist schon mal ganz gut. Sie dreht auf jeden Fall breit weiter raus. Ja, die Musashi und Yamato da schon mal direkt Richtung Kartenrand unterwegs. Wollen da vielleicht ein bisschen ihre Reichweite ausnutzen und natürlich, dass wir ihr nicht so viel Schaden drücken können. Sie bleibt aber stehen. Das könnte schon ein Fehler sein. Die Salve sah jetzt nicht so verkehrt aus. Ich schaue nochmal nach. Ja, war jetzt nicht so verkehrt. Schön, nochmal 3 Pens rein. Sind wir schon bei 20.500 Schaden. Ja gut, die Kreuzer stellen sich da natürlich erstmal schön frech hinter die Insel. Ja, gut, können sie natürlich machen. Wir sind hier ja auch ein paar Schlachtschiffe. Da müssen sie natürlich aufpassen, gerade so breit, wie sie stehen. Dafür werden sie natürlich jetzt hier auch erstmal nicht aufgeben. Okay, die Yamato da hinten, die hat dreifach Brand, wie ich das sehe. Die hat natürlich nicht mehr so viel Leben.
Ich versuche sie jetzt hier noch zu finishen. Sie steht auf jeden Fall noch weiterhin. Mal schauen, ob das... Ja, es trifft leider jetzt nicht der Schaden, den ich erwartet habe. Wir sind trotzdem schon mal auf 30.000 hoch. Die sollte aber dennoch gleich rausgehen. Ja, da kriegt sie noch ihren Brand. Ja, perfekt. Der Tanne hat hier schon mal das erste Blut abgeholt. So muss das. Ja, ich werde hier natürlich jetzt gerade... Ja, das war schon eine schöne Salve gegen mich gerade. AP, das hat schon geschallert. Ja, halbes Leben ist schon weg. Ich zünde auch direkt die Reparaturmannschaft. Man sieht schon, also diese 15.000 HP, die man da healen kann, das ist schon ganz geil. Ne? Ich bin jetzt schon wieder auf über 3 Viertel hoch. Von daher, diese Reparaturmannschaft kann man echt gut gebrauchen. Ja, die Booster ist dann natürlich jetzt richtig geil breit aufgegangen. Bam! Ui, schön. Erstmal zieht da wirklich 3 Viertel vom Schiff weg. Das lasse ich mir dann natürlich nicht entgehen, dass sie sich so zeigt. Nur gut, jetzt weiß ich auch von wem. Da hinten die Conqueror. Ja, die schießt auf 18,4 Kilometer. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Ich stehe natürlich da absolut im Fokusfeuer. HE werde ich da auch noch ganz gut bearbeitet. Da ist schon wieder ein Brand, den ich jetzt auch erstmal nicht löschen kann. Das ist natürlich jetzt ein großer Nachteil für mich. Ich schieße erstmal auf die Napoli. Die wollen dann natürlich durchpushen. Von daher stehen die relativ breit zu mir. Mal schauen. Ja, ja, schön. 13.000 Schaden. 3 Pens. Da kann man sich nicht beschweren. Ich beach jetzt hier mal absichtlich, muss ich dazu sagen. Einfach damit die Conqueror da hinten nicht mehr so auf mich wirken kann. Ne? Also man kann Inseln auch mal absichtlich nutzen. Ja, es ist nicht immer auch alles aus Versehen, dass man da reinfährt. Ja, demzufolge kann ich hier natürlich auch direkt rückwärts fahren. Komme vielleicht noch auf die Schliefen drauf. Ich schaue gerade, aber nein, Bergsymbol ist noch da. Die Napoli fährt sie weiter vor, dass ich da über die Insel komme. Nee, leider nicht. Sie hält an. Ich schaue nochmal, oder? Nee, sie bleibt wirklich weiter stehen. Leider kann ich da nicht drauf wirken. Die beiden Conquerors setzen sich da jetzt auch in Bewegung, fahren weiter vor. Mal schauen, sie sind auf jeden Fall schön breit. Das will ich mir hier nicht entgehen lassen. Na, schade, die erste geht zu, die zweite ist noch offen. Hat wahrscheinlich gerade erst geschossen, ja. Die Salve ist unterwegs. Der zweite hielt mich nochmal gut hoch, aber die Streuung da... Ach, was ist das denn? Oh, nee, wirklich, auf die Conqueror. Wenn da was trifft, naja, doch, einen Pen haben wir noch gemacht. Immerhin etwas. Aber das ist halt auch wirklich, was die Giuseppe ein bisschen ausmacht. Ne? Also man muss wirklich sagen, die Streuung ist einfach nicht so geil. Man hat viele von diesen Salven, wie man es gerade gesehen hat, wo man gefühlt vorher erstmal noch einen Kasten Bier getrunken hat. Da trifft immer nicht so viel, muss ich sagen. Und ich bin jetzt hier wirklich schon komplett auf Präzision gegangen. Ja, aber mal schauen. Ja, die Musashi, die nächste Salve, ja, die sieht ja wirklich genauso aus. Mal schauen, ob da was trifft. Naja, 2 Overpens sind leider auch nicht so die Welt. Also, dass die da wirklich mal Richtung Fadenkreuz hingehen, die Granaten, das ist leider wirklich eine Seltenheit, muss man sagen. Man kann es natürlich hoffen, deswegen habe ich auch den Aufklärer mit. Ja, man kann immer hoffen nur, dass der Aufklärer die Granatengruppierung nicht noch schlechter hat. Meistens ist es leider der Fall, aber in der Theorie macht das natürlich besser. Ja, man muss sagen, ja, 5 Minuten sind jetzt hier schon vorbei und wir haben erst ein Schiff pro Seite verloren. Das ist schon mal, ja, das bleibt auf jeden Fall spannend hier, muss ich sagen. Unsere HP sehen auch alle noch gut aus auf der Seite. Da drüben sieht so aus, als ob sie die Flanke leider verlieren. Wir haben da noch einen Divi-Mate drüben. Der hält das natürlich so lange wie möglich, damit wir hier auch nicht weggeschossen werden können. Wir sind ihnen natürlich komplett auf der Flanke, also breit zu denen. Die Conquerors könnten da gut auf uns wirken. Ja, wir sind jetzt hier noch ein bisschen hinter der Insel. Wollen da erstmal die Musashi rausnehmen. Aua, ja, die klatscht da natürlich erstmal schön mit ihren 460er durch meinen Bug. Ja, das war jetzt nicht so schön, aber da muss ich jetzt auch erstmal, ja, das letzte Reparaturkit zünden. So kommen wir natürlich nochmal schön über die Hälfte hoch. Die Conqueror da hinten, die ahnt noch nicht so viel, zeigt da auf jeden Fall noch schön breit, pusht da wirklich durch. Gut, sie hat auch noch viel Leben und wahrscheinlich auch noch einige an Reparaturmannschaften. Von daher kann sie sich ein bisschen leisten. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt viel Ja, okay, doch. Ich dachte erst, ich habe nur die Overpens erstmal gesehen. Wollte schon wieder sagen, dass das leider nichts war, aber wir haben am Ende doch nochmal so 16.000 reingeklatscht. Damit bin ich dann doch zufrieden. Wir müssen jetzt mal schauen, wir müssen hier weiter vorfahren. Die Flanke ist da leider verloren auf der anderen Seite. Deswegen wollen wir natürlich jetzt hier den beiden Conquerors, die dann noch in Feuerreichweite und noch nicht hinter der Insel sind, so viel Schaden wie möglich drücken. Mal schauen, ob wir es noch schaffen. Die Conqueror ist da ein bisschen langsamer unterwegs, dann wäre es noch möglich. Okay, gut, die schliefen da natürlich recht breit unterwegs. Die sollte natürlich zuerst rausgehen, gerade weil wir natürlich so langsam in deren Sekundärreichweite kommen. Naja, schade, dass Tobi nachher erwischt in seiner Yamato da drüben. Also die Flanke ist jetzt wirklich endgültig verloren. Auf der Schliefen hier leider nur einen Pen gemacht. Also von daher, die hat es leider überlebt. Mal schauen, ich weiß jetzt auch nicht, ob sie Wille bei hat. Also da ist ja noch so ein Kreuzer in der Nähe. Zumindest die letzte bekannte Position. Es kann natürlich sein, dass der die Schliefen wieder hochheilt. Ich
will es mal nicht hoffen, aber das werden wir gleich sehen. Die dürfte ja alsbald wieder aufgehen, wenn wir da weiter ranfahren. Ja, ich warte jetzt hier auch erstmal kurz. Also bin ein bisschen vorsichtiger, weil ich natürlich jetzt nicht will, dass sie da direkt in unser Cap reinpushen. Das wäre wirklich sehr, sehr, sehr ungünstig. Man hat es ja leider schon hier und da mal gehabt, ne? Man hatte die Oberhand, fährt Richtung Cap und plötzlich ist irgendwas im eigenen Cap und so verliert man dann halt einfach noch die Runde, ja. Also ärgerlicher geht es ja wirklich nicht. So, vor uns jetzt hier die Tulsa aufgegangen durch Radar. Sie steht halt wirklich ausnahmslos schon die ganze Runde hinter der Insel. Das war nicht so schön, Tanne, das war nicht so schön. Da hast du wirklich eine Kelle abbekommen. Der hat halt weh von der Schläfe. Ja, das war jetzt nicht so schön. Wir brauchen natürlich jetzt hier noch so viele Schiffe wie möglich. Ja, man muss auch sagen, mehr als die Hälfte des Gefechts ist schon vorbei und beide Seiten, ja, gerade auf die Sekunde, 3 Schiffe verloren. Das bleibt weiter spannend. Mal schauen, was die Tulsa jetzt so macht, ob sie da weiter stehen bleibt, ob sie vorfährt, ob sie zurückfährt. Na, sie fährt weiter vor, sie hält da wirklich an ihrer Insel fest. Aber gut, sie kann natürlich jetzt auch nicht mehr so gut weg, denn wir sind schon recht nah. Ich versuche dann natürlich jetzt mal schön auf die breite Schliefe einzuwirken. Ja, das trifft eher ins Heck. Ja, okay, kam jetzt wirklich nicht so viel Schaden bei rum. Ein Pen, ein Overpen, nur 6000 Schaden, das überlebt sie weiterhin. Und die Musashi da hinten, ne? Immer noch am Kartenrand. Da muss ich echt aufpassen, denn ja, aua. Die kann uns dann natürlich gerade auf Frontal mit AP extrem gut bearbeiten. Und die Schliefen jetzt hier mit ihrer Sekundär auch am Start. Ja, ich habe da direkt einen Brand bekommen, den musste ich jetzt heilen. Ich bin ja jetzt auch zu, von daher kann ich es mir auch erlauben. Ich hoffe natürlich aber auch, dass die sobald noch sie nochmal aufgeht, dass ich sie direkt rausschießen kann. Das wäre natürlich ein Träumchen. Die Tulsa wird dann natürlich jetzt erstmal schön weggeschossen, so wie sich das gehört. Die Schliefen geht nochmal auf. Ja, leider die Hälfte der Salve genau gegen den Berg. Mal schauen. Aber doch, ja, es reicht. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Die Sekundär kann uns somit nicht mehr anzünden und die Musa schießt da ja wirklich auf AP gefokust. Von daher sollten wir das hier gut überstehen. Ja, schade. Tanne in seiner Wusste hat es leider nicht so gut überstanden, aber gegen den Musashi, man muss auch sagen, man kann nicht so viel machen. Ne? Es gibt wirklich recht wenig Panzerung, was diese 460 mm aktiv bekämpfen kann. Unsere Seitenpanzerung könnte es, aber wir stehen jetzt hier auch nicht gerade sehr gut. Er kann uns eigentlich gut in den Bug reinschießen. Ja, das hat er jetzt auch hier und da mal gemacht, aber wir sind noch mit gut Leben davon gekommen. Haben jetzt allerdings auch wirklich keinen Heal mehr, also diese 18.000 Schaden, die sind jetzt recht fix. Denn leider, unser Kreuzer fährt auch weg. Also auf Wille kann ich mich hier nicht verlassen. Wir müssen jetzt schauen, wir haben sie jetzt da drüben doch noch gut wegbekommen. Ne? Also wir sind jetzt hier noch 5 Schiffe gegen 3. Wir haben also den Vorteil, unser Leben schaut auch noch ganz in Ordnung aus von den ganzen Schiffen. Also es sind nicht alle direkt schon bei der Nahtoderfahrung, so wie ich. Ja, also von daher müssen wir jetzt schauen. Ich werde jetzt hier ein bisschen vorsichtiger spielen und definitiv jetzt auf die Musashi gehen. Gegen den DD könnte ich noch wirklich viel machen. Ich habe das Radar. Ich weiß jetzt aber wirklich absolut nicht, wo der hin ist. Ne? Die letzte bekannte Position da irgendwo oben bei der Insel. Es kann natürlich sein, dass er da seinen Kurs weiter behalten hat. Dann müssten wir gleich aufgehen. Ansonsten ist er wahrscheinlich Richtung Basis gedümpelt. Aber das werden wir sehen. Oh, da ist er aufgegangen. Schön durch Sonar, der des Moines von unserem Blitzi. Der hat sich auch irgendwie in die Runde reingeschlichen, wirklich. Wir haben uns da nicht abgesprochen, aber er ist hier auch mit drin. Von daher wirklich hier super Support. Ja, er hat natürlich da jetzt erstmal die Gearing an der Backe und den Kreuzer noch. Der Kreuzer natürlich da fast tot. Die Gearing ist natürlich jetzt erstmal das größere Problem. Deswegen fokust er sie jetzt erstmal raus. Hat jetzt auch nicht mehr so viel Leben, die Gearing. Die geht wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr zu. Von daher hat er da ein gutes Spiel, um sie auch rausnehmen zu können. Die Musashi da hinten hat gerade auf dem Blitzi, glaube ich, geschossen. Von daher ist sie aufgegangen. Ich drehe mich schon mal in deren Richtung, schieße mit AP drauf. Hoffe sie natürlich, da jetzt rausnehmen zu können. Und Blitzi hat jetzt die Gearing weggemacht. Also unser größtes Problem ist schon mal weg. Definitiv Top-Leistung jetzt hier. Musashi, ach komm, ey komm. Ah, der Lebensbalken, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr ihn noch seht. Ich sehe ihn nicht mehr. Sie überlebt es natürlich hier wieder. Es ist leider immer so etwas bedauerlich, dass sie hier noch so eine zweite Chance bekommen. Aber ich habe es glücklicherweise überlebt. Gehe hier auch wieder zu. Die da drüben haben auf jeden Fall jetzt auch noch das letzte Schiff weggeholt. Von daher nur noch die Musashi hier am Start. Und ja, die letzte Salve. Also sofern die nicht wieder so eine Bierkastenstreuung hat, sollte sie auch die Musashi holen. Ja, die sieht ganz gut aus. Ja, da ist sie weg. Ja, auf jeden Fall eine schöne Runde gewesen mit einer super, super Divisionsleistung, muss man sagen. So am Ende hier
136.151 Schaden gemacht. Ja, 2 Kills und bei der Platzierung, ja gut, wir haben jetzt eher Schaden gemacht, ne? Wir hatten jetzt nichts gegen den DD oder so. 2070 Base EP, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, bei den Medaillen Unterstützer und Dreadnought, das haben wir uns auch so ein bisschen verdient durch den ganzen Beschuss, muss man sagen. Ja, und Credits haben wir hier zu guter Letzt bekommen, 173.032. Zu guter Letzt wollen wir hier natürlich jetzt noch ein Endfazit bilden. Ja, ihr habt es gesehen, die Giuseppe Verdi, wirklich ein super, super geiles Schlachtschiff, ne? Mit super Eigenschaften. Das Einzige, was wirklich extrem stört, ist diese Granatengruppierung, ne? Das ist auch nicht nur in dieser Runde gewesen. Wirklich in allen Runden, die ich hatte, will es einfach nicht so richtig treffen. Ja, und ich bin ja jetzt hier wirklich schon absolut auf Präzision gegangen, aber es hilft einfach alles nichts. Ein anderes, kleineres Problem, was ich aber auch recht häufig hatte, ist, dass die Türme einfach super easy rausfliegen, ne? Da muss nur mal eine AP-Granate drinnen landen und bumm, schon direkt ein Turmausfall. Da wurde mir aber gesagt, das ist auch bei den anderen italienischen Schlachtschiffen so. Gut, dann will ich sie jetzt hier nochmal kurz so ein bisschen mit der Marco Polo vergleichen. Ich habe jetzt hier doch mal noch ein paar Daten rausgefunden. Wie gesagt, ich selber habe sie ja leider nicht. Man muss sagen, bei der Marco Polo, trotz SAP, ne, die Hauptbatterie ist im Allgemeinen besser, ne? Man hat dann noch mehr Reichweite, geringer Nachladezeit und eine bessere Dauer für die 180 Grad Drehung. Dafür bei der Giuseppe Verdi ist die Sekundär natürlich wesentlich besser. Da haben wir SAP und eine wesentlich höhere Reichweite. Ansonsten bei der Marco haben wir natürlich den Nebel und bei der Giuseppe hier einen Monster Heal. Man kann da wirklich schon mehr als doppelt so viel heilen, sowie dazu ein richtig, richtig geiles Radar. Ja, ansonsten nehmen sich die Schiffe wirklich eigentlich nichts. Von daher soll es das jetzt hier auch mal gewesen sein. Ihr könnt euch auf die Giuseppe auf jeden Fall freuen. Die meisten von euch werden sie ja am Ende des Updates im Hafen haben. Ne, macht euch am besten selber ein paar Gedanken über dieses Schiff. Ne, fahrt sie selber, testet sie aus. Vielleicht findet ihr dann auch ein geiles Bild. Lasst es mich auf jeden Fall auf Discord wissen. Ich freue mich auf jeden Fall über jedes Feedback und über weitere Ideen. Von daher soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschö mit Ö.